Ja, vielen Dank auch von mir nochmal an Sie alle drei. Wir möchten jetzt das Gehörte nochmal ein wenig vertiefen und auch Sie natürlich mit einbeziehen. Also wenn Sie jetzt schon Fragen haben, dann melden Sie sich gerne schon mal, dann können wir das schon mal auf die Liste setzen. Ich möchte beginnen mit Brigitte Vézina. Wenn wir jetzt nochmal von dem Ziel des möglichst freien Zugangs zu Kulturerbe für alle Menschen ausgehen, was ist denn aus Ihrer Sicht dabei im Kontext von schwierigem Erbe jetzt nochmal besonders zu berücksichtigen? Danke für die Frage. Also im Kontext von sensiblem Erbe, das mit Gemeinschaften noch eng verbunden ist, ist das Wichtigste zu verstehen, dass jegliche Berücksichtigung über das Urheberrecht hinausgehen. Und als Teil des Reflexions- und Entscheidungsprozesses bezüglich die Verwendung von Creative Commons Lizenzen oder Tools, um einen offenen Zugang zu die Sammlungen zu ermöglichen, sollten dann Einrichtungen vier Sachen machen. Also erstens, also zusätzlich zum gemeinfreien Status eines kulturellen Elements andere Beschränkungen berücksichtigen, die die Bedingungen für den Zugang, die Nutzung und die Wiederverwendung regeln. Zweitens, sie müssen auch anerkennen, dass Zugangsbeschränkungen in bestimmten Situationen gerechtfertigt sind. Drittens, sie sollten auch Gemeinschaften mit einbinden, um einen Rahmen für das Teilen von Sammlungen festzulegen. Und viertens, sie sollten auch ihre Benutzer klar über die Nutzungsbedingungen informieren und aufklären. Mhm. Das wär's. Ja. Vielleicht gleich anknüpfend daran, Christina König, ist aus Ihrer Perspektive, mehr also aus der Bildungsperspektive, was sind denn jetzt für die Kulturinstitutionen speziell die wichtigsten Aufgaben, um Kulturerbe gut zu vermitteln in Zukunft? Ganz wichtig ist sicherlich das Abstimmen auf die Zielgruppen. Ich komme ja aus dem Schulbereich, das FWU produziert ja Medien für den Schulunterricht. In diesem speziellen Zusammenhang sprechen wir von Themen, die in der Oberstufe stattfinden. Da kann man sicherlich auch einen etwas weiteren Begriff oder auch etwas in die Tiefe gehen. Ich gehe auch ganz bewusst jetzt gerade, ich habe schon eben eine Frage gesehen in Bezug auf die Frage, ob man von Drittem Reich spricht oder vom sogenannten Dritten Reich. Das ist eine berechtigte Frage und auch völlig angebracht. Das ist in der Tat in dieser Altersgruppe, für die wir jetzt auch oder in diesem Zusammenhang, in dem der Umgang hier mit diesen problematischen Filmen zu sehen ist, durchaus angebracht und auch zu erwarten von der Zielgruppe. Kulturinstitutionen wie jetzt das FWU, für das ich jetzt hier stehe, sind damit beauftragt, diese Materialien aufzuarbeiten und auch für den Kreis von Lernenden gut und sinnvoll zur Verfügung zu stellen. Deswegen auch die Frage, ist es wirklich sinnvoll, diese Filme einfach zugänglich zu machen? Also das kann durchaus kontrovers diskutiert werden. Oder ist es eher sinnvoll, das Ganze zu kontextualisieren? Leider haben wir heute Herrn Hartmann ja heute nicht gehört, der da sicherlich nochmal tolle Anmerkungen dazu geben hätte können in Bezug auf die edierte Version von Mein Kampf. So ähnlich könnte man sich das vorstellen. Also das wäre Aufgabe der Institutionen in verschiedenen Formaten, je nach Zielgruppe, das Ganze dann auch anzupassen. Mhm. Jörg Räuber, Sie hatten es in Ihrem Vortrag ja schon sozusagen ein bisschen angerissen, aber vielleicht noch mal ein bisschen fokussiert. Die Frage ist, aus Ihrer Sicht denn, gerade in der vernetzten Gesellschaft, ist eigentlich noch zeitgemäß bestimmte Zeugnisse des kulturellen Erbes gar nicht zugänglich zu machen, in den sogenannten Giftschränken zu verschließen? Oder vielleicht auch, welche Entwicklung wird denn aus Ihrer Sicht zukünftig an diese Stelle treten? Ja, ich hatte es schon versucht anzudeuten. Also ich glaube, Giftschränke, gerade für kulturelles Erbe, also wie man das definiert, ist ja noch die nächste Frage, aber sind eigentlich nicht weder zeitgemäß, sie waren es glaube ich nie so richtig, aber jetzt erst recht nicht. Wir betrachten es auch immer so, zu sagen, warum sollten wir zum Beispiel Mein Kampf
das ist kein kulturelles Erbe, aber den wegsperren, wenn ich den im Internet im Prinzip bestellen kann, wenn ich den downloaden kann und alles Mögliche, das ist nicht unsere Aufgabe. Also wir sind nicht praktisch dort der Vormund unseres Lesers, sondern wir haben die Aufgabe bereitzustellen und das vorzuhalten. Also ich glaube nicht, dass wir grundsätzlich Giftschränke brauchen und haben müssen. Im Moment sind sie zweckdienlich, einfach weil wir den Kompromiss hinbekommen müssen. Dürfen wir es sammeln, dürfen wir es archivieren? Wenn ja, dann nur unter der Bedingung, die uns eigentlich von außen übertragen wird, dann müsst ihr es bitte für eine Weile unter Verschluss halten. Das nehmen wir in Kauf, aber richtig gut finden wir es eigentlich nicht. Also der Kompromiss ist noch notwendig. Wenn wir jetzt mal eine kleine Fantasiereise an der Stelle einer klassischen Schlussrunde machen und uns mal vorstellen, in 30 Jahren, 2050 vielleicht so ein Szenario zu entwickeln. Wie sieht denn die Vermittlung von schwierigem Erbe aus oder was wünschen Sie sich auch aus Ihrer jeweiligen Arbeitsperspektive? Brigitte Besina, möchte Sie anfangen? Also ich wünsche mir, dass die Kultureinrichtungen einen verantwortungsvollen und respektvollen Umgang mit dem schwer zu verarbeitenden Teil unserer Erinnerungen verfolgen. Und ich würde sie ermutigen, einen Zugang zu ermöglichen, um darüber gemeinsam nachdenken zu können. Und ich denke, dass der Verlust der Kontrolle über das Narrativ durch Institutionen ist der Kern ihrer Zurückhaltung, sich zu öffnen. Und wie wir gesehen haben, diese Inhalte sind oft schon da draußen, überall online, also wenn auch ja unkontextualisiert, aber ein besserer Zugang und eine gemeinsame Nutzung von digitalen Objekten und Daten werden zu einem vielfältigeren und reicheren Wissen führen, das dazu beiträgt, ein vollständigeres Bild und ein besseres Verständnis für schwierige Inhalte zu vermitteln. Und dafür sollten Einrichtungen offene Gespräche mit allen relevanten Interessengruppen führen und Prozessen einbauen, die nicht nur Urheberrecht, sondern auch andere richtige Interessen berücksichtigen. Mhm. Jörg Räuber, möchten Sie gleich anschließen, wenn Sie mal wünscht dir was spielen? Ja, vielleicht auch vor dem Hintergrund. Ich hatte ja über fast 100 Jahre Geschichte berichtet. Einige Jahre davon habe ich selbst erlebt, auch in der DDR noch. Also ich würde mir wünschen, dass es wirklich vollkommen unnötig wäre, irgendwelche Stücke der Kultur wegzusperren oder irgendwie darüber zu diskutieren, ob das schwierige Inhalte sind oder nicht, sondern dass die Gesellschaft eigentlich so weit ist, selber kontextualisieren zu können, also sprich, was in Zusammenhänge zu setzen und nicht einfach nur sehr positivistisch zu sehen und zu urteilen, meist sehr schnell. Also das wäre so mein Traum und dann könnten wir uns alle Giftschränke im Prinzip sparen und denken, wir haben mündige Bürger eigentlich in unseren Lesesälen. Christina König. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr in der Schule, wird ja viel über fächerübergreifenden Unterricht gesprochen, im Projektbezug. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr institutionenübergreifende Zusammenarbeit gibt, dass es mehr Forschung gibt, die aber gleichzeitig als gerne auch Nebenprodukt etwas wie ein didaktisches Material gibt, das dann auch in der Schule einsetzbar ist und möglicherweise oder bestenfalls auch noch die Basis für einen intensiveren Austausch, eine intensivere Beschäftigung mit der Thematik, dass die Institutionen nicht so getrennt voneinander agieren. Das erscheint mir manchmal noch so, es ist teilweise schwierig, an Materialien zu kommen, so war es ja auch bei uns. Damals, gut, das hat sich mittlerweile sehr geändert, wie gesagt, mittlerweile finden wir die Filme, über die ich auch gesprochen habe, freiwillig im Internet. Damals mussten wir also ins Bundesarchiv gehen und händisch Klammerteile uns aussuchen. Das hat viel Geld gekostet, war sehr mühsam und war eher hinderlich einem echten Austausch. Das hat sich natürlich geändert, aber nichtsdestotrotz eine größere Verzahnung von Institutionen, die auch einen möglichst einen maximalen Erkenntnisgewinn dann auch
bringen. Ob das jetzt ein Bibliotheksbestand ist oder auch die Beschäftigung mit Lizenzformen oder wie jetzt in meinem Fall mit Filmen aus dem sogenannten Dritten Reich. Also ein vielschichtiges Paket, das mehrere Bedürfnisse erfüllt. Und ich glaube, da gibt es noch Luft nach oben. Mhm. Vielen Dank in die Runde dafür. Genau, jetzt würde ich gerne öffnen für das Publikum. Ich sehe dort hinten und dort eine dritte Meldung, vielleicht zuerst ganz hinten. Ja. Ja, guten Tag, Jens Best. Ich habe eine Schwierigkeit mit dem Begriff schwieriges Erbe. Und je mehr ich zuhöre, desto schwieriger wird mir der Begriff. Also ich habe verstanden, gerade was Frau König auch gesagt hat, wenn wir uns überlegen, dass hier Nazi-Material geschnitten wurde und mit demselben Sprachduktus dann wieder auf die Leute zugelassen wurde. Und natürlich kennen wir den Sprachduktus auch aus den Nachrichten der 50er, 60er Jahre, wo man heute draufschaut und denkt so, ja, die hatten ja Ende der 50er Jahre auch noch einen ziemlichen Zug in der Stimme. Und ich glaube, wir wissen alle, dass wir dann merken, okay, da gibt es wohl dann etwas, was eben, selbst wenn man einsieht, dass man einen großen Fehler gemacht hat, dass man doch nicht alles sofort ablegt. Das verstehe ich. Was ich nicht verstehe, ist, wenn Frau Vezina sagt, wir müssen alle Interessen hören. Also Interessen hören finde ich super und auch mehr zusammenarbeiten, um besseres Material zu machen, finde ich auch super. Aber wir müssen ja die gesellschaftlichen Hintergrund dieser Debatte mal sehen und um uns auf den schnellen Punkt zu bringen, was Per Christiansen vorhin meinte, mir geht es um die historische Entspanntheit. Das ist jetzt mal so ein gewagter Begriff, der ist jetzt auch total unwissenschaftlich. Aber wenn ich von einem möglichen pädophilen Verbrechen vor 1700 Jahren spreche, dann ist relativ klar, dass die rechtliche Faktenlage wahrscheinlich schwierig sein wird und auch vielleicht einfach festzustellen ist, vor allen Dingen, dass jemand vor 1700 Jahren in einem anderen kulturellen Kontext gelebt hat und auch einfach in einer anderen Zeit gelebt hat. Aber wir können ja ein bisschen näher rangehen, wenn jetzt in den USA gewisse Statuen von Gründerpersonen wegkommen sollen, weil sie halt eben Sklavenhalter waren. Ich verstehe einerseits, auch wenn ich immer eine große Befürchtung habe vor der Masse Mensch, dass ein Thema wie zum Beispiel Sklavenhandel nicht emotionslos behandelt werden kann, genauso wenig wie Pädophilie, auch wenn sie 1700 Jahre her ist. Oder aber auch, wenn jetzt zum Beispiel, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, wenn ich gewisse Leute höre, die dann Friends, diese TV-Serie aus den USA, die ist ja jetzt noch nicht so alt, und dann gibt es einige, die sagen so, naja, das, heutzutage kann man sich ja auch Friends nicht mal mehr anschauen. Die sind ja auch ganz schön, also nicht woke sind sie nicht und respektvoll sind sie auch nicht. Also ich finde so immer Leute in der Vergangenheit und Kultur aus der Vergangenheit mit unserer heutigen zivilisatorischen Stand zu bewerten, ist schwierig. Daraus ergibt sich aber dann für mich die Frage, wenn ich alle Interessen hören soll und wir sollen jetzt sensibel werden mit schwierigem Erbe, heißt es dann, dass ich jetzt irgendwie Dinge weggesperrt werden, weil wir Angst haben, dass jemand beleidigt ist von einer Sache, die 20, 250 oder 2000 Jahre her ist. Also ich kann noch nicht ganz verstehen, also ich verstehe dieses direkte Giftschrank FWU, ja, dass man nur staunen kann, was in den 50er, 60er Jahren als Schulmaterial zugelassen wurde, was definitiv, bin ich mir sicher, inhaltlich noch stark propagandistisch rüberkam. Trotz Schnitt und allem Möglichen und trotz 15% aussortiert. Aber auf der anderen Seite kann ich das auch nicht verstehen. Mir ist das noch zu schwammig, dieses schwierig und dieses sensibel. Ich hätte da gerne Maßstäbe dafür, weil ich möchte nichts verboten bekommen, weil irgendjemand plötzlich sensibel ist und deswegen sagt, nee, das geht jetzt nicht. Okay. Das dürfen wir nicht mehr wissen. Das ist gerade mein Gefühl und ich würde ganz gerne vielleicht nochmal das ans Publikum, ans Podium geben, vielleicht nochmal dieses schwierig und sensibel nochmal ein bisschen zu definieren, weil mir schwanen da Verbote am Horizont, auf die ich keine Lust habe. Dankeschön für das Statement mit einer angeschlossenen Frage. Möchte jemand darauf antworten? Ja, vielleicht. Ja. Also
Ich verstehe, glaube ich, ganz gut, was Sie meinen. Also mir geht es da häufig ganz genauso. Also gerade bei den, ich spreche jetzt eben von diesen FWU-Filmen, RWU-Filmen, da ist es ja auch manchmal so, als ich mich mit der Thematik befasst habe, mitunter geht es einem so, dass man ja selber so in so einem Flow gerät und sich denkt, ach Gott, so schlimm ist das doch jetzt auch wieder nicht. Also da hampeln die Reichsarbeitsdienstler jetzt mit ihren Spaten rum und es ist jetzt wirklich alles so dramatisch. Um dann festzustellen, ja, ist es, das ist einfach ein Propagandastreifen. Und auch im Übrigen waren es lauter Stummfilme. Das war ein Argument, weswegen man sich dem Reichserziehungsministerium unterstellen konnte und nicht und dem Propagandaministerium so auskam, worauf man sich im Nachhinein auch viel eingebildet hat, das mal so nebenbei. Aber nichtsdestotrotz, das ja, Ihre Frage erinnert mich jetzt auch stark an das, was wir vorhin gehört hatten, das Beispiel mit der Judensau. Ich bin ja auch Kunsthistorikerin, mit solchen Beispielen habe ich mich auch oftmals auseinandergesetzt. Und dass die Angst, dass Dinge verboten werden könnten oder dass es allzu sensibel auf alle Sensibilitäten übermäßig Rücksicht genommen werden könnte, ist mir auch bewusst. Aber ich werde nie vergessen, als ich in Rom völlig ahnungslos in einem Stadtviertel vorbeigelaufen bin und da stand ein riesiger Obelisk und darauf stand Mussolini Dux. Und ich stand zur Salzsäule erstarrt und habe gesucht, wo ist denn jetzt die Tafel oder wo wird es denn erläutert? Wurde es nirgendwo. Man muss den Obelisken nicht einreißen, man muss nicht alles abmontieren und irgendwie hinter Schrank einen Riegel bringen oder ins Museum oder in den Giftschrank. Aber inwiefern Dinge sensibel sind oder inwiefern man tatsächlich Maßstäbe entwickeln kann, fürchte ich, wird von Mal zu Mal entschieden werden müssen. Und dann muss man sich auch mit der Diskussion abfinden und der Diskussion auch Raum geben. Sonst wird man den Bedürfnissen, glaube ich, auch nicht gerecht. Aber ich kann schon verstehen, was Sie meinen. Ich hatte noch zwei Fragen gesehen. Genau, Sie haben schon Ihr Mikrofon. Ja, ich hätte eine Frage an Frau König. Und zwar, gab es eigentlich nach 1945 bei der FWU Überlegungen, das überkommende NS-Material in Gänze zu verbieten? Also in dem Moment, in dem man ja anfängt zu sagen, weniger schlimm, halb schlimm, ganz böse, ist das ja schon ein problematisches Unterfangen. Und das endet dann bei Schnitten oder eben bei Komplettverboten. Mhm. Was Ähnliches ist ja dann mit Spielfilmen nach 45, also mit der NS-Spielfilmproduktion passiert, wo dann die FSK dann sozusagen auch nochmal wegen der Jugendschutzfreigabe zum Tragen kommt, was ich auch sehr problematisch finde im Nachhinein. Gab es eigentlich Diskussionen, also innerhalb der FWU oder von politischer Seite, das genau so zu behandeln? Also das Material sozusagen ist in toto kontaminiert. Mhm. Und was machen wir damit? So, ja, vielleicht. Also so ganz en Detail bin ich nicht in dem Feld drin, aber nachdem es ja auf Empfehlungen einer britischen Kulturbehörde dann überarbeitet wurde und eben diese Kriterien erarbeitet wurden, das Ganze auch, das kleine Bild, ich habe vergessen, es zu erwähnen, es hat in einem Treppenhaus in der Hamburger Behörde stattgefunden, also diese Überarbeitung, eingequetscht zwischen der Kellertreppe und dem Regal mit den Marmeladengläsern vermutlich. Wie genau es dann zu der Entscheidung kam, dass man tatsächlich die Filme eben überarbeitet, kann ich nicht beantworten. Aber es liegt nahe, dass man schlicht und ergreifend Materialien brauchte nach dem Krieg. Man konnte es sich nicht leisten, das gesamte filmische Kriegserbe sozusagen in Bausch und Bogen auf den Müll zu werfen und dann was Neues aufzubauen. Das hätte einfach zu lange gedauert. Und das wird wohl auch der Grund gewesen sein für diese Überarbeitungsmaßnahmen, die man dann getroffen hat. Mhm. Vielen Dank. Noch eine dritte Frage mit Blick auf die Zeit. Pardon. Ja, ist eine kurze Frage an Frau Vessina. Das Sharing of Traditional Knowledge, welche Partner finden Sie? Wer sind diese Partner? Und wie stehen die zu dem Urheberrecht, was ja in dem Fall ein deutsches oder auch ein europäisches Urheberrecht ist und nicht unbedingt das ist, was in den traditionellen Gesellschaften verankert ist? Das ist eigentlich ein Konflikt. Ja, genau. Und um diesen Konflikt müssen wir uns beschäftigen, weil das Urheberrecht nicht Teil ihrer Interesse und ihrer Rechtssystem ist. Aber wir Creative Commons sind nicht in der Lage, diese Kontakte zu knüpfen, sondern wir
wir ermutigen die, die Institutionen, also mit diesen Gemeinschaften zu, zusammenzuarbeiten. Wir können das Erbe nicht von diesen Gemeinschaften trennen. Also es ist noch Teil ihrer aktuelles Leben. Und wir müssen ihre Stimmen und ihre Ansätze unterstützen, anstatt offen Informationen über sie von außen zu teilen. Also für uns ist es wichtig, das Erbe nicht von den Völkern, den Leuten, die noch sehr eng verbunden sind mit dem Erbe zu trennen, sondern das gemeinsam zu machen. Ich sehe gerade, wir haben doch noch ein paar Minütchen Zeit, weil wir mit Zeitverzug gestartet sind. Hier vorne gibt es noch eine Frage. Ja. Erstmal vielen Dank für die Ausführungen auch vom Vormittag. Herzlichen Dank an Referentinnen, Referenten. Sicher wäre es besser gewesen, noch mehr Zeit für Gespräche, Austausch zu haben. Eine kurze Frage an Frau König. Also ich habe ja diese Filme in der früheren Realschule, Weidborn-Realschule, jetzt Luise-Rothschild-Schule in Bonnheim, sehr, sehr genossen. Es war immer so ein Höhepunkt, wenn dieses Knistern anfing und so weiter. Im Gymnasium, natürlich Uni erst recht, habe ich das alles vermisst, ja. Und ich kann mich da nicht an irgendwelche negativen Inhalte erinnern. Ich würde nur gerne mal wissen, in welcher Form geben Sie das Material dann weiter, vielleicht auch nur ausdrucksweise, weil heute würden die jungen Menschen in den Schulen bestimmt nicht so lange Filme sehen wollen, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, so projektbezogen einzelne Elemente herauszunehmen und dann darüber zu sprechen. Wäre das dann in digitalisierter Form oder wie ist das gedacht? Ja, ja, natürlich. Also es gibt ja nach wie vor, also wie gesagt, die DVD, von der ich sprach, ist mittlerweile nicht mehr im Vertrieb, auch aus Rechtegründen, aber es gibt eine relativ neue Produktion zum Thema Propaganda im Dritten Reich. Also das ist ja gewissermaßen das Kerngeschäft nach wie vor des FWU. Wir produzieren also Filme für den Schulunterricht und eben auch für die Geschichte und da werden natürlich dann auch auszugsweise, also nicht nur RWU-Filme, sondern auch andere propagandistische Ausschnitte von Leni Riefenstahl oder Goebbels Reden oder was auch immer aufbereitet und eben in diesen Kontext gebracht, von dem ich vorhin sprach, dass er auch geeignet ist für Lernende im Klassenzimmer, um damit umzugehen, eben nicht einen 60-minütigen Propaganda-Stummfilm auch noch von 1939, sondern eben in der entsprechenden Form. Also das gibt es auf alle Fälle. Ganz kurz noch eine Anmerkung, weil Sie sagten Stummfilm. Wir haben ja selbst also im Rahmen dieser Konferenzreihe, die ich sehr, sehr gut finde, danke an Herrn Dr. Klimpel, auch in Berlin damals, das war sehr gut, da haben wir auch ja zum Beispiel im Filmmuseum, wo wir heute Abend hingehen, Ausschnitte gesehen aus solchen Stummfilmen, zum Beispiel aus den ja vielleicht 30er Jahren, 20er Jahren, die waren auch aufgearbeitet, also auch digitalisiert bearbeitet. Mhm. Sowas einzubeziehen, also unter historischen, zeitgeschichtlichen Perspektiven, könnte ich mir auch interessant vorstellen. Es brauchten ja nur vielleicht einzelne Motive zu sein, aber jedenfalls erfahren wir ja auch was über die Geschichte. Wir erfahren ja sonst nichts über Geschichte, außer wenn wir Fotos anschauen. Mhm. Und vielleicht kann man da das Wort Propaganda auch weglassen und sagen, ja, aus dem zeithistorischen Hintergrund ist das und das Material zu verstehen. Dankeschön. Mhm. Okay, vielen Dank, Christina König, Jörg Räuber, Brigitte Wesina. Wir gehen jetzt in eine Kaffeepause und sehen uns hier um 15.30 Uhr wieder mit einer Keynote von Dr. Ingo Zechner, Dunkles Erbe, digitales Kuratieren von Holocaust-Filmen. Bis später.